Warum bieten wir eigentlich in unserer Gleisplanbibliothek in unserem Online-Shop keine Gleispläne für das MacLean M-Gleis oder K-Gleis an? Warum können wir zum Beispiel Falkenstein, Burgstein, Wunschhausen, Wunschhausen XL nicht auch für Rocco, Pico und andere Gleissysteme anbieten? Und kann man in Windtrack eigentlich die Gleispläne nicht einfach per Klick umwandeln? Und zu guter Letzt, immer wieder, sind 4% Steigung für unsere H0-Anlagen eigentlich nicht viel zu viel? All diese Fragen kamen vermehrt in den letzten Wochen bei uns als Kommentar oder per Mail bei uns an. Und da es immer mehr wurde, habe ich gedacht, das ist der richtige Zeitpunkt, um diese Fragen heute bzw. in dieser Sendung für euch einmal wirklich zu klären. Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung hier auf MMC Moba TV. Es geht also um Beantwortung diverser Fragen von euch, die in den letzten Wochen bei uns eingetroffen sind. Bevor ich damit aber beginne, ein kurzer Veranstaltungshinweis. Und zwar ausnahmsweise mal nicht für die deutschen YouTuber, sondern für unsere Freunde und Kollegen aus der Schweiz. Liebe Schweizer Märklinisten oder Interessierte an dem Lodi-System. Für euch ein wichtiger Veranstaltungshinweis. Ich möchte meinem Freund André Bregenzer hier einen kleinen Gefallen tun und euch vor allen Dingen, falls ihr das so nicht mitbekommen habt oder auf der Homepage von C-Gleis Plus nicht lesen konntet oder noch nicht wahrgenommen habt, jetzt muss ich nachgucken, am 1. Dezember, also diesen Jahres logischerweise, von 14 bis 21 Uhr, findet ein Infotag zum Lodi-System statt. Der André, der Rolf und natürlich auch der Andreas Hornung von Logstore Digital sind da für euch, wie gesagt, von 14 bis 21 Uhr, um das Lodi-System zu präsentieren und all eure Fragen zu diesem tollen System zu beantworten. Deswegen an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, 1. Dezember, 14 bis 21 Uhr, ja, so lange haben die das tatsächlich vor, habt ihr also die Gelegenheit. Fahrt also, wenn ihr könnt, nach Shenkun und zur Not werde ich euch auch nochmal die Webseite von C-Gleis Plus unten in die Infobox packen. Da könnt ihr auch den Veranstaltungshinweis sehen, müsst euch das jetzt also eventuell nicht aufschreiben, aber vormerken dürft ihr euch das gerne. So, und jetzt also zur Beantwortung dieser hauptsächlich vier genannten Fragen, da soll sich diese Sendung heute drum drehen, die möchte ich gerne beantworten. Und wir beginnen ausnahmsweise mal hinten, also bei der zuletzt genannten Frage im Vorwort. Und ich möchte auf das Thema 4% Steigung bei H0 bzw. bei unseren kleineren Anlagen, Burgstein, Großburgstein etc., einmal drauf eingehen, weil immer wieder diese Frage kommt und ich weiß jetzt, ich kann nicht immer genau sagen, von wem die Frage, ob das nun Märklinisten waren oder Zweileiterfahrer, aber eins solltet ihr natürlich wissen, alle Dinge, die ich heute bespreche, also geht natürlich überwiegend, handelt es sich hier um Themen oder Fragen von Märklinisten. Also bitte nicht enttäuscht sein, liebe Zweileiterfahrer, wobei auch für euch das ein oder andere heute zu diesem Thema kommen wird, was euch denn auch betrifft. Oder dass wir vielleicht auch dazu beitragen können, das Verständnis zwischen Zweileiter- und Dreileiterfahrern in seinen Unterschieden, außer dass wir eben Pukus haben und die anderen nicht, es gibt nämlich weitaus mehr Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen und unter anderem eben auch bei Steigung oder bei sonstigen Dingen. Als wir vor circa 5 Wochen nochmal das Thema Burgstein, Großburgstein, sprich unser Anlagenkonzept, das MMC-Konzept Styropor und Acryl. Als wir diese Videos nochmal wieder neu aufgelebt haben und aufgefrischt haben, müssen wir fairerweise dazu sagen, habe ich zwar mit einer gewissen Resonanz gerechnet, aber nicht mit dieser enormen Resonanz. Also nur als Beispiel, in den letzten 4 Wochen, seitdem wir diese beiden Videos die Teile 1 und 2 zum Bau der Anlage Burgstein nochmal wieder hier auf unserem Kanal aufgefrischt und dargestellt haben. Seitdem, und das ist schon echt gewaltig, haben wir alleine 150 Gleispläne von Großburgstein und Burgstein verkauft, beziehungsweise sind von euch bestellt worden. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal an euch
Ein riesen Dankeschön dafür. Was uns aber auch gezeigt hat, dass eben der Bedarf an einem Anlagenkonzept, was schnell, einfach, ohne große handwerkliche Kenntnisse, ohne viel Sägerei, ohne Holztrassen, ohne Trassenbau, Spantenbau etc., dass so ein Anlagenkonzept bei euch gut ankommt und dass es eben für viele eine Lösung sein kann, gerade in Bezug auf die Geschichte, wie lange will ich an so einer Anlage bauen? Und es ist ja immer noch so, dass für viele dieses Ziel, eine tolle Modellbahnanlage irgendwann und meistens eben am Ende der Arbeitszeit, sprich mit Rentenbeginn, erst die Zeit da ist, um sich wirklich ein Projekt zu widmen, was vielleicht noch 5 oder 10 Jahre dauert. Ja, das war eben oder scheint dann ja auch die Berechtigung zu sein für unser sogenanntes Anlagenkonzept Styropor und Acryl. Lange Rede, kurzer Sinn. Als wir euch das vorgestellt haben, haben wir unter anderem logischerweise dann auch für die Auffahrten, also sprich um eine weitere Ebene hinzuzufügen zu können, haben wir eben das Prinzip bei der Styropor- und Acrylanlage eben auch in Verbindung mit diesen 4% Rampen von Woodland. Tolles Produkt, was die Sache ja enorm vereinfacht. Warum? Und da haben wir eben 4%. 4% einfach aus dem Grund, weil wir eben hier dann auch die Gelegenheit haben, deswegen mögen wir diese Rampen ja auch so gerne, weil sie uns die Gelegenheit bieten, sehr schnell, sehr einfach und vor allen Dingen mit einer vernünftigen Steigung, mit einer gleichmäßigen Steigung, einen Höhenunterschied von 0 bis 10 cm zu erreichen. Und die Frage von euch, die dann immer wieder kommt, ja 4% ist ja viel zu viel, viel zu viel, darauf will ich eingehen. Erstens, und das ist ganz, ganz wichtig, 4% ist nicht gleich 4%. Und wenn ihr mal aufmerksam euch Anlagenvideos auf YouTube anschaut, wo der ein oder andere eben versucht, mit seinen handwerklichen Möglichkeiten und Geschicken Unterschiede darzustellen, dann könnt ihr da auch feststellen, dass da vielleicht 4% hinterstecken mag. Aber, und jetzt kommt das große Aber, entscheidend eben ist, wie diese 4% oder diese Steigung gerade zu Beginn und am Ende der Steigung dargestellt werden. Also ob ich Knicke habe, ob ich Dellen habe, ob ich Beulen habe. Ich übertreibe das jetzt ein wenig. Aber das ist eben schon ganz entscheidend. Wenn diese 4% aber in einer Gleichmäßigkeit und sauber gebauten Trasse oder eben in diesem Falle mit einer Styroporrampe geschehen, dann sind 4% bei einer gewissen Anlagengröße überhaupt nicht das Problem. Zumindest, und jetzt wieder gut aufpassen, wenn wir über eine Märklin-H0-Anlage sprechen. Warum ist das entscheidend? Weil natürlich auch bei Märklin-Loks, und da können wir zwischen Zweileiter und Dreileiter fahren, können wir uns immer wieder streiten, warum, wieso, weshalb. Aber wir haben nun mal den Vorteil, es gibt auch Nachteile, gar keine Frage, aber wir haben nun mal den Vorteil, dass in der Regel unsere Märklin-Loks eine gewisse Traktion haben, aufgrund eben, dass sie mit Haftreifen bestückt sind und aufgrund des hohen Eigengewichtes, weil eben die meisten Märklin-Loks auch noch zusätzlich über ein Metallgehäuse verfügen und nicht nur unter Eisengusskern oder Spritzgusskern. Und die Haftreifen sind natürlich auch nicht ganz zu verachten. Dann kommt natürlich auch weiterhin hinzu, dass ich eine 4% Steigung bis zu einer gewissen Zuglänge natürlich auch nur bewerkstelligen kann. Wenn ich also mit einem 2,50 Meter langen Zug 4% bewerkstelligen will, dann könnte das trotz Märklin, Lok, Haftreifen etc. auch problematisch werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir reden ja hier von Anlagengrößen bei Burgstein und Großburgstein von 2,50 Meter bis 3 Meter gesamter Anlagenbreite bzw. Länge. Und da fahren in der Regel normalerweise dann keine 2,50 Meter langen Züge. Sollte zumindest nicht so sein. Da gibt es natürlich schon dann Einschränkungen. Aber das wäre dann ja auch nicht besonders sinnvoll. Soll aber auch heißen, dass wenn wir eine Anlagenbreite oder Länge von mehr als 5 Meter haben, logischerweise nicht gezwungen sind, dann mit 4% Steigung zu arbeiten. Weil je größer eine Anlage, desto mehr Möglichkeiten habe ich natürlich auch, Rampen oder Höhenunterschiede zu erreichen mit deutlich weniger Steigungsprozenten. Also von daher bitte immer ein bisschen aufpassen und genau überlegen, bevor man solche Fragen stellt,
wie wir dann bei was wir 4% vorschlagen. Ob wir 4% Steigung haben bei einer Anlagengröße von 10 mal 5 Meter oder ob wir hier über eine Anlagengröße von 2,50 Meter mal 1,20 Meter oder 3 Meter mal 1,50 Meter reden. Das ist natürlich schon entscheidend. Und wie gesagt, das trifft nur hauptsächlich auf die McLeanisten zu. Wir haben nun mal trotz unserer Nachteile von Pukos oder eventuell anderen vorbildwidrigen Dingen oder Pufferhöhlen oder Abstand zwischen Zuglok und Tender, haben wir eben halt diese Vorteile. Und diese Vorteile können wir hier dann auch nutzen. Und deswegen müssen wir uns auch oder dessen müssen wir uns nicht schämen, um Gottes Willen. Also hier, je größer eine Anlage, und das soll das Fazit dann natürlich auch damit sein, je größer eine Anlage ist, desto geringer kann natürlich die Steigung ausfallen, weil ich den Platz entweder für einen Wendel mit größeren Radien habe oder eben dementsprechend auch die Möglichkeit einer langen Rampe. Je kleiner eine Anlage ist, desto größer muss ich in der Steigung werden, zumindest wenn ich mehr als eine Ebene haben will. Deswegen, also noch einmal, diese 4% sind in der Regel bei dieser Anlagengröße überhaupt gar kein Problem, weil wir ja hier in der Regel von Zuglängen sprechen zwischen 1,30 Meter, maximal 1,50 Meter, 1,60 Meter. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Und dass das kein Problem ist, das brauche ich hier nicht nur einfach als Behauptung in dieses Video zu stellen, sondern davon könnt ihr euch überzeugen, indem ihr die wunderbaren Videos zum Beispiel auf Modellbahncafé, nämlich bei meinem guten Freund Markus Rexig, der Burgstein ja damals traumhaft schön gebaut hat. Und dann guckt euch mal bitte, ich verlinke euch das gerne in der Infobox, guckt euch mal seine Fahrvideos an, mit welchen Zügen er da fährt. Und auch auf der sogenannten Bergstrecke über die 4%-Rampe mit absolut eigentlich den traktionsschwächsten McLean-Loks, die es so gibt. Und das ist zum Beispiel eine Baureihe 24 oder eine Baureihe 74 oder die damals missglückte 38, wo die Haftreifen auf der falschen Achse waren. Selbst die schaffen diese 4% mit 4, 5 Donnerbüchsen, Gepäckwagen oder sonstiges. Das könnt ihr dort alles sehen. Wenn euch das noch nicht überzeugt hat, dann, ich habe es schon mal in einem anderen Video, und zwar als ich damals das Video über Josef Bock gemacht habe, habe ich euch damals einen Ausschnitt gezeigt, wie der Josef mit seinem 12-teiligen ICE das Gleiswendel seiner eigentlichen Nebenbahn im Radius 2 C-Gleis mit 4% Steigung runtergefahren ist, raufgefahren ist, gehalten hat und mitten im Wendel wieder angefahren ist. Und zwar ohne jegliche Probleme. Und wie gesagt, 12-teiliger ICE, der neue, mit nur einem Antrieb. Und dann sage ich, nicht nur ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sondern guckt euch dieses Video gerne an. Ich verlinke euch das sonst in die Infobox. Ich wollte es zuerst hier wieder reinschneiden und nochmal zeigen, aber da wird das Video wieder so lang. Guckt euch das bitte an, dann wisst ihr definitiv, dass das nicht nur einfach eine lose Behauptung von mir ist. Was aber eben entscheidend ist, auch bei Josef Burg, dass der gute Josef seine Rampen, seine Wendel, seine gesamte Trassenverlegung astrein verlegt und gebaut hat. Nämlich genau nach Plan, so wie er den Plan von mir mit den Höhenangaben bekommen hat. Und dann ist das wirklich kein Problem. Zumindest, wie gesagt, nochmal gesagt, für uns McLeanisten. Und zu guter Letzt zu diesem Thema auch nochmal der Hinweis von mir. Selbst viele Nicht-McLean-Loks oder wie wir McLeanisten sagen, Fremdhersteller-Loks. Zum Beispiel haben wir damals auch mit der ESO V200 ja den Test damals auf Holtenburg gemacht mit 18 Güterwagen und sind da eben auch rauf und runter gefahren. Weil die Steigung eben dementsprechend der Übergang in die Steigung und oben eben immer noch ein bisschen sanfter ist, als wir jetzt einfach nur so einen Keil zeichnen. In Windtrack gebe ich immer gerne, wer mit Windtrack gut klarkommt und wer sich damit auskennt, wie man da Steigung berechnet, kann ich immer nur den Tipp geben. Ich hatte letztens auch wieder Besuch, persönlichen Besuch hier von einem Gleisplankunden. Herzliche Grüße, gehen raus. Da haben wir drüber gesprochen und dem guten Mann habe ich auch gezeigt, dass ich eben dann, wenn ich insgesamt eine 3% Steigung habe, dass die ersten beiden Schienen der Steigung und die letzten beiden bei mir eben keine 3% haben, sondern dass ich beginne mit 1% Steigung, dann 2% Steigung und erst dann
in die 3% Steigerung komplett linear einsteige. Und das Gleiche mache ich am Ende der Steigerung genauso. Auch da mache ich so eine leichte Wölbung rein, dass ich sage, ich komme von 3%, gehe auf 2% und dann auf 1%. Da habe ich einen weichen Übergang. Wie wir das darstellen, habe ich auch in dem Video gezeigt zum Thema Gleiswindel. Also das ist ganz entscheidend. Aber eben nochmal zurück auf die Fremdhersteller-Loks. Also damals mit der V200 zum Beispiel von ESO haben wir auch festgestellt, überhaupt gar kein Problem. Das Einzige, und das möchte ich hier auch nochmal hinweisen, wo ich diese Aussage nicht zutreffen kann, dass Fremdhersteller-Loks, also sprich eine Pico, eine Rocco, eine ESO, eine sonstige Lok, für das AC-System, wo es Schwierigkeiten geben kann, wobei da muss ich ESO außen vor nehmen, weil ich glaube, ESO hat das Thema Schlepptender-Loks noch gar nicht angenommen. Da gibt's ja, gab es bisher nur die 92 und die 78 als Tender-Loks. Aber Schlepptender-Loks von nicht MacLean, also sprich Rocco, Pico, Brava etc., haben in der Regel ein anderes Antriebskonzept, als wir das MacLeanisten von MacLean gewohnt sind. Bei MacLean ist selbst bei Schlepptender-Dampfloks der Antrieb, sprich der Motor, im Kessel bzw. in der Lok und somit auch die Antriebsachsen direkt der Lok, also sprich die Treibachsen, werden direkt angetrieben. Bei den anderen Nicht-MacLean-Herstellern ist in der Regel bei Schlepptender-Dampfloks der Antrieb im Tender, sprich der Tender mit seinen kleinen Rädern, da ist der Antrieb. Und dieses Antriebskonzept ist generell, das ist jetzt eine pauschale Aussage von mir, es gibt auch Ausnahmen, aber grundsätzlich erstmal, nur von der Physik her, ist natürlich ein Antrieb im Tender mit so kleinen Rädern, im Gegensatz zu zum Beispiel großen Schnellzugantriebsrädern, natürlich unterlegen. Und da kann es zu Problemen kommen. Also so ein Antriebskonzept, wenn ihr da dann 5, 6 lange Personenwagen dann noch dranhängt, dann kann so ein Tenderantrieb Probleme haben mit seinem Antrieb im Tender, dass er die Lok noch schieben muss. Manchmal gab es oder zwischendurch gab es auch das Antriebskonzept Antrieb im Tender und dann über eine Kardanwelle auch weiterhin der Antrieb in der Lok. Aber das ist bei Weitem nicht immer so, weil man dann irgendwann auch festgestellt hat, dieser Kardanantrieb, der sieht ja nicht so hübsch aus, weil man den optisch natürlich wieder sehen kann. Also, aber damit will ich dieses Thema dann letztendlich auch abschließen. Und ich hoffe, dass es denn dann zu diesen 4%-Themen oder Steigerung bei MacLean H0-Anlagen keine weiteren Fragen oder Kommentare mehr gibt. Dann wäre das nächste Thema, oder was häufig von euch auch gestellt worden ist, eurerseits, ob man zum Beispiel in Wintrack nicht einfach die Gleispläne per Klick umwandeln kann in ein anderes Gleissystem. Also ich mache mal ein Beispiel. Unsere C-Gleispläne, die wir ja in der Bibliothek haben, ob man die nicht einfach umwandeln kann in zum Beispiel ein K-Gleis-Anlage. Oder sogar noch schlimmer, ganz oft kriege ich auch die Frage, ja, kannst du mir das nicht einfach spiegeln oder darstellen in zum Beispiel Pico A-Gleis oder Rocco? Und ganz ehrlich, obwohl Wintrack meiner Meinung nach extrem viel kann und auch keine andere Software, ich persönlich kenne keine andere Gleisplanungssoftware, die so viel kann wie Wintrack. Und trotzdem, trotz dieser ganzen Möglichkeiten, ist die Antwort, ob man solche Gleispläne einfach umwandeln kann, von einem Gleissystem in ein anderes, kurz und knapp und vielleicht für die meisten von euch auch enttäuschend, nein. Nein, das geht eben nicht. Und ich will euch auch sagen oder den Grund nennen, warum das eben nicht geht. Eine Software kann ein Gleissystem in ein anderes Gleissystem natürlich nur umwandeln, wenn die Geometrie des anderen Gleissystems die gleiche ist, beziehungsweise dieselbe. Also, deswegen kann ich einfach von einer MacLean C-Gleisanlage nicht einfach per Klick durch die Software sagen, und jetzt wandelst du mir das bitte in K-Gleis um. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel C-Gleis, K-Gleis. Weil wir haben natürlich aufgrund unserer Gleisplanbibliothek extrem viele Nachfragen von euch immer wieder. Könnt ihr nicht Falkenstein, könnt ihr nicht Karlsburg oder Freiberg, Entschuldigung, könnt ihr das nicht einfach umwandeln? Nein, können wir eben nicht, weil die Radien beim K-Gleis völlig anders sind als beim C-Gleis. Auch wenn auf dem ersten Blick es so aussieht, weil wenn wir uns die Grundradien ankennen, bei K-Gleis gibt es auch ein Radius 1, ein Radius 2
sogar mit den gleichen Maßen, also sprich mit 36 oder 360 mm im Innenradius. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt zum Beispiel keinen Radius 3 beim K-Gleis, jedenfalls nicht als festes Gleis. Ich muss den Radius 3, wenn ich denn einen haben will beim K-Gleis, müsste ich mit dem Flexgleis 2205 darstellen. Radius 4 und Radius 5 gibt es zwar, aber sie haben unterschiedliche Maße. Und auch die Gleismittenabstände zwischen Puko und Puko bei K-Gleis und bei C-Gleis sind unterschiedlich. Und was noch ganz gravierend ist, die weichen Abzweigwinkel beim K-Gleis und beim C-Gleis sind unterschiedlich. Das heißt, beim C-Gleis, bei den normalen Weichen, selbst da habe ich einen anderen Abzweigwinkel teilweise, beim Radius 2, gut, aufgrund des Gleismittenabstandes vielleicht nicht, aber der Winkel ist noch der gleiche. Aber zum Beispiel auch die schlanken C-Gleisweichen sind schlanker als die schlanken K-Gleisweichen. Und in dem Moment, wo ich einen anderen Abzweigwinkel habe und die Software eben nicht die gleichen Gleise hat, kann ich sie nicht umwandeln. Das kann keine Software. Das Einzige, und jetzt kommen die Ausnahmen, wo ich also zum Beispiel einen Gleisplan umwandeln kann, wäre zum Beispiel vom Märklin-C-Gleis auf Trix-C-Gleis, weil hier sind nur die Artikelnummern unterschiedlich und dass ich eben keine Pukos habe. Die Geometrie, die Gleise sind die gleichen. Die Form ist die gleiche. Die Weichen sind die gleichen. Aber selbst das, selbst hier, ich kann sogar nicht alle C-Gleispläne aus unserer Gleisplanbibliothek einfach in einen Trix-C-Gleisplan umwandeln, weil, obwohl die Geometrie hier sogar die gleiche ist, haben wir eine andere Problematik. Es gibt nämlich nicht alle Märklin-C-Gleise bzw. Weichen oder Kreuzungen auch bei Trix. Zum Beispiel die Dreiwegweiche, zum Beispiel die einfachen Kreuzungen, wie die kleine Winkelkreuzung für die Hosenträger 24649 bei Märklin, gibt es in Trix nicht. Es gibt überhaupt keine einfache Weiche in Trix beim C-Gleis. Und genau diese Problematik können wir natürlich dann auch umwandeln auf die anderen Gleissysteme. Deswegen ist es eben nicht möglich, einfach umzuwandeln in Pico A-Gleis oder. Was ich wiederum kann, ist in Windtrack Pico A-Gleis umwandeln in Pico A-Gleis mit Böschung, weil es das gleiche System ist. Oder Rocco Line und Rocco Line mit Bettung. Das Umwandeln geht natürlich, weil die Geometrie die gleiche ist. Deswegen geht's. Aber überall da, wo die Geometrie eine andere ist, kann ich eben nicht umwandeln. Und wenn man das einmal so erklärt hat oder wenn ich euch das jetzt hiermit einmal aufgezeigt habe, dürfte es auch allen somit dann klar sein, dass es eben nicht einfach geht, weil die Geometrie nicht die gleiche ist. Diese Erklärung beantwortet im Prinzip dann auch gleich noch die nächste Frage, warum wir eben nicht zum Beispiel Falkenstein, Wunschhausen, Wunschhausen XL, Burgstein etc. nicht eben auch für andere Gleissysteme umwandeln können. Das gilt also hier das Gleiche. Weil eben ein einfaches und schnelles Umwandeln also in der Software nicht möglich ist und dies eine komplette neue Planung voraussetzen würde oder bedeuten würde, macht es teilweise eben keinen Sinn. Oder wenn wir mal beim Beispiel Falkenstein bleiben, weil da habe ich diese Frage ganz, ganz oft von euch gestellt bekommen, weil viele gesagt haben, ach, das ist eigentlich ein tolles Anlagenkonzept, beziehungsweise die Form gefällt mir, die Möglichkeit mit dieser Anlage gefallen mir, ich brauche das aber bitte im Pico A-Gleis zum Beispiel. Dadurch, dass die Radien anders sind, die weichen Abzweigwinkel anders sind, hätten wir zum Beispiel bei der Falkenstein-Anlage, bräuchte ich, um das umwandeln zu können in eine Pico- oder Rocco-Anlage, ganz andere Maße. Weil, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, natürlich haben wir die Problematik, oder wenn ihr sagt, ihr Nicht-Märklinisten, oder auch teilweise die K-Gleisfahrer sagen, nee, ich arbeite nur mit schlanken Weichen oder dieses C-Gleis, das ist mir alles zu spielbahnerisch. Da habt ihr ja teilweise recht. Natürlich sind diese Radien vorbildwidrig. Also diese engen Radien, Radius 1, Radius 2, was in den Startpackungen ist, die Bogenweichen, Radius 1, das ist alles sehr vorbildwidrig. Und wenn ich im Radius 1 mit langen Personenwagen und jetzt auch im neuen verlängerten Maßstab 1:93,5, wenn ich da also mit 28,2 cm langen Wagen durch den Radius 1 fahre,
dann sieht das nicht unbedingt hübsch aus. Ja, da gebe ich euch recht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nichtsdestotrotz haben wir eben durch diese Radien die Möglichkeit, zumindest diejenigen, die eben nicht 5, 6, 7 Meter Platz haben oder 1,50 Meter Anlagentiefe, eben mit diesen Radien dann trotzdem relativ viel Eisenbahn auf wenig Platz unterzubringen. Und dieser Nachteil der Vorbildwidrigkeit entwickelt sich dann zu einem Vorteil für den sogenannten Spielbahner oder Märklinisten, der einfach nur eine schöne Anlage haben will und seine Züge fahren lassen will. Und auch da kann man trotzdem natürlich eine tolle Landschaft rumzaubern. Also diesen Nachteil, den wir uns da einkaufen mit diesen engen Radien, hat auch einen Vorteil. Und dann müssen wir aber nicht, dürfen wir nicht schimpfen oder auf der anderen Seite dann sagen, ja, aber warum könnt ihr das denn nicht für Pico A-Gleis oder sonstiges machen? Weil wir ganz andere Maße dann benötigen. Also wir können so eine Anlage wie Falkenstein zum Beispiel, die jetzt 3,20 Meter mal 1,40 Meter ist, wenn ich die für Pico A-Gleis oder Rocco Line das gleiche darstellen möchte oder die Anlage einfach nur umplanen möchte, dann bräuchte ich mindestens 40, 50 Zentimeter mehr in der Anlagenbreite und auch mindestens 20 Zentimeter in der Anlagentiefe. Also, von daher geht es eben nicht so einfach. Und es ist dann eben gar nicht machbar, eben aufgrund dieser Regeln. Und dann kommt noch hinzu, dass wir natürlich aufgrund der vorhin angesprochenen Möglichkeiten unserer 3 oder 4% Steigung eben auch so viele Möglichkeiten haben, auf so wenig Raum trotzdem eine Anlage mit 2 oder 3 Ebenen darzustellen, obwohl wir vielleicht nur eine Anlagenbreite oder Länge von nur 3 Metern haben oder 3,20 Meter. Das wäre mit anderen Gleissystemen gar nicht machbar. Und im Zweileiterbereich dann schon erst recht nicht, wenn ich da weniger Haftreifen habe oder weniger Traktion. Also geht das nicht. Das sind nun mal die Vorteile, die wir Märklinisten uns erkaufen mit dem Nachteil der entsprechenden Vorbildwidrigkeit. Aber wir sind das ja gewohnt. Also von daher, liebe Zweileiterfahrer, liebe Pico-Freunde, liebe Rocco-Fans, bitte nicht böse sein, dass wir dann diese Möglichkeiten eben dann nicht haben für euch. Das ist dann leider so. Also deswegen bitte keine Fragen mehr diesbezüglich, ob wir das nicht einfach umwandeln können oder warum wir das denn nicht für Pico, Rocco oder andere Gleissysteme anbieten. Jetzt könnte natürlich auch die Frage kommen, warum plant ihr dann nicht einfach komplett um und bietet uns die Möglichkeit, eben Gleispläne für Pico A-Gleis, für Rocco etc. anzubieten. Und auch da wird euch die Antwort wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich hoffe, ihr könnt sie nachvollziehen. Die Begründung ist ganz einfach, weil sich das für uns nicht rechnet. Und zwar speziell für uns. Jetzt muss ich natürlich sagen, natürlich aufgrund unserer Historie, uns gibt es seit 2010. Mein Partner, der Uwe Denker und ich, wir sind aber seit 40 Jahren Märklinisten. Wir kommen ja eigentlich aus dem Kundenbereich. Wir waren ja selber 25, 30 Jahre nur Kunden und haben ja später erst unser Hobby im Prinzip zum Beruf gemacht. Das heißt, unser ganzes Know-how ist bei Märklin geblieben. Wir haben uns nie mit Zweileiter, mit Pico-Gleisen, mit Rocco-Gleisen oder sonstigen beschäftigen müssen. Oder auch, ja, wir haben uns nicht beschäftigt, weil uns das selber nicht interessiert hat, weil wir Märklinisten sind, waren und auch sein bleiben oder bleiben werden. Wenn ich aber so einen Gleisplan erstelle, wie jetzt zum Beispiel für die Gleisplanbibliothek, und euch diese Sachen ausdrucke und wir dort Mappen anbieten mit inklusive Höhenangaben, teilweise mit Stromeinspeisung, mit detaillierten 3D-Darstellungen, dann müsst ihr euch immer vor Augen halten, selbst ich, der ich jetzt seit 2003 mit dieser Software arbeite, brauche für so einen Gleisplan, wie für eine Gleisplanmappe, die wir das, wenn wir euch das dann für knapp unter 10 Euro zur Verfügung stellen, mindestens 8 bis 10 volle Arbeitsstunden. Und ich bin schon schnell, das könnt ihr mir glauben. Also, aber das wisst ihr selber, viele von euch, die ihr vielleicht schon mal mit Windtrack oder sonstiges gearbeitet habt und euch da gerade so durchwurscht oder sonstiges, ihr würdet mit Sicherheit für so eine Anlage 5 oder 10 Mal so lange brauchen. Also ich bin schon schnell und dennoch brauche ich für die komplette Ausgestaltung, gerade die 3D-Ausgestaltung dauert, braucht viel Zeit und auch die Steigung, das alles genau zu berechnen, wie gesagt, 8 bis 10 Stunden.
Wenn ich denn im Umkehrschluss so einen Gleisplan euch dann anbiete, bei uns in der Gleisplanbibliothek, für in der Regel unter 10 Euro, oder sagen wir einfach mal 10 Euro, weil 9,99 Euro sind ja im Prinzip auch 10 Euro. Also für 10 Euro, und das haben wir damals bewusst so gewählt, weil wir ja wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zumindest für kleines Geld, wenn er sich mit Gleisplänen auseinandersetzt, sich diese Gleispläne leisten zu können. Wenn wir bei diesem Preis bleiben wollen, müssen wir also so einen Gleisplan ja mindestens erstmal 50, 60 Mal verkaufen, bevor wir unsere eigenen Gleisplanungskosten überhaupt erst raus haben, also amortisiert haben. Bis dahin haben wir aber dann noch kein Geld verdient. Das heißt, wir müssen diese Gleispläne deutlich mehr als 50, 60 Mal verkaufen, um damit auch Geld zu verdienen. Und bitte nicht böse sein, Geld verdienen ist eigentlich unser vorrangigstes Ziel einer jeden Unternehmung. Also wir sind ein Unternehmen, wir betreiben es ja nicht mehr als Hobby. Wir haben unser Hobby ja zum Beruf gemacht. Also jetzt ist es Beruf und kein Hobby mehr. Wir müssen also davon unsere Miete, unsere Brötchen und vor allen Dingen auch unsere Mitarbeiter bezahlen. Also muss ich immer bei solchen Überlegungen immer abwägen, können wir damit Geld verdienen? Können wir dieses neue deutsche Wort, können wir das skalieren? Ja. Und bei MacLean C-Gleis können wir das. Wir können es nicht mal bei MacLean K-Gleis. Deswegen bieten wir es auch nicht für K-Gleis an. Weil unsere Käuferschicht, selbst bei uns, zu 80% aus C-Gleisfahrern besteht. Ich hatte dazu auch schon mal in unserer Videoserie C-Gleis versus K-Gleis, was ich vor 2 Jahren oder so, einer unserer ersten Videoserien, was ich hier mal veröffentliche, 3 oder 4 Teile, wo es um die Vor- und Nachteile zwischen K-Gleis und C-Gleis geht. Selbst da habe ich da eindeutig darauf hingewiesen, dass selbst die Verkaufszahlen bei MacLean ähnlich sind. Also so zwischen 20% und 80%. Das ist das Verhältnis. 80% C-Gleis, 20% K-Gleis. Ich will gar nicht darauf eingehen jetzt, warum, wieso, weshalb. Es ist halt nun mal so. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, habe ich aber auch alle in dieser Videoserie, die ich euch einfach nochmal sonst verlinke. Also das Duell C-Gleis versus K-Gleis, ich glaube 3 oder 4 Teile sind sogar, verlinke ich euch sonst gerne, wenn euch das noch interessieren sollte. Das ist also eines der Gründe, warum wir es denn nicht mal für K-Gleis anbieten. Und dann, geschweige denn für Pico A-Gleis oder Rocco. Natürlich gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Kunden, die eventuell daran Interesse haben. Die kennen uns aber nicht, weil die meisten Zweileiterfahrer, für die spielen wir keine Rolex. Da sind Modellbahn Union, Modellbahn Shop, Lippe und wie sie alle heißen, weitaus intensiver im Markt vertreten. Wir sind und waren das von Anfang an eher ein Online-Shop, ein Anbieter, ein Know-how-Träger für das MacLean System und speziell für das MacLean C-Gleissystem. Da ist unser Know-how, da sind unsere Erfahrungen und da können wir das weitergeben. Und eins dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wenn ich so einen Service anbiete wie Gleispläne, dann erstens brauche ich ja selber Spaß an dieser Arbeit. Und Know-how vor allen Dingen. Also ich halte nichts davon, irgendetwas anzupreisen oder jemanden anzubieten, von dem ich selber nicht erstens 100% überzeugt bin und zweitens im Zweifelsfall keine Fragen beantworten kann. Das finde ich katastrophal. Also deswegen, wir bieten in der Regel immer nur Produkte und Artikel bei uns im Shop an oder Sachen, die ich hier als Video präsentiere, von denen ich überzeugt bin, die ich selber getestet habe und wo ich einen gewissen Erfahrungsschatz, sprich auch Know-how, also Wissen, habe, was ich dann an euch weitergeben kann, weil sonst könnte ich ja zum Beispiel auch so eine Sendung gar nicht machen, weil wenn ich Fragen beantworten will, ja, dann muss ich sie auch beantworten können. Das kann ich bei Zweileiter nicht. Ich habe keine Ahnung von Zweileiter. Ich habe keine Ahnung von Kehrschleifenmodulen und diese Problematik, weil ich sie als Märklinist nie brauchte. Deswegen, da bitte ich um Verständnis. Und solche Gleispläne dann anzubieten, ihr wisst selber, wer vielleicht bei uns mal auf der Seite war, wir bieten ja auch den individuellen Gleisplan-Service an, also Anlagenplanung von A bis Z. Und wenn ihr euch da mal die Preise anguckt, wenn ich also für jemanden eine individuelle Anlage plane, dann reden wir hier über 500, 600 Euro und mehr. Und bei größeren Anlagen auch über 1000 Euro Planungskosten. Also, wenn so viel Geld da reingeht, dann könnt ihr eben auch nicht erwarten, dass ich dann für 10 Euro Gleispläne die ganze Welt befriedigen kann. Also das geht einfach nicht, weil wir müssen diese Ergebnisse ja auch wieder reinspielen. Und das ist eben auch der Grund, warum es in unserer Gleisplanbibliothek eben ausschließlich nur für das C-Gleis Gleispläne gibt.
da wir für K-Gleis und M-Gleis diese Verkaufszahlen, die wir benötigen, nie erreichen würden. M-Gleis sowieso nicht, M-Gleis wird auch gar nicht mehr produziert. Deswegen macht es aus unserer Sicht auch keinen Sinn, liebe M-Gleisfahrer. Ich mag das M-Gleis selber auch noch gerne und das kann man auch heute ganz toll und die Anlagen finde ich auch schön, aber bitte seid mir nicht böse. Wir könnten ja euch nicht mal die Gleise dazu anbieten. Wenn ich so einen Gleisplan anbieten würde und habe aber nicht mal das Gleismaterial zur Verfügung, macht das wenig Sinn. Ne? Also, deswegen, das hoffe ich, hat jetzt jeder von euch nachvollziehen können und dass meine Begründung für euch klar war. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, wie gesagt, der Spaß und das Know-how. Das habe ich euch auch gesagt. Also, ich kann und möchte nur Dinge anbieten, wovon ich selber überzeugt bin und wovon ich Ahnung habe und womit ich zur Not auch Fragen beantworten kann. Naja, und Zweilader-System, ihr wisst es jetzt definitiv, ich bin Märklinist und habe davon eben keine Ahnung. Deswegen hier ganz klar auch weiterhin unser Motto. Schuster, bleibt bei deinen Leisten und auch wenn ich damit dem einen oder anderen von euch jetzt hier auf YouTube eventuell so ein bisschen auf die Füße trete, bitte seid mir nicht böse, ich habe nun mal von diesen anderen Systemen nicht das Know-how und nicht die Ahnung. Da sind andere wesentlich besser als wir und denen überlasse ich dann in diesem Fall auch gerne das Feld. Also von daher, bitte habt dafür Verständnis. Nach diesen vielleicht enttäuschenden Aussagen möchte ich aber die Sendung mit etwas Nützlichem bzw. vielleicht auch noch mit etwas Fröhlichem beenden, weil das wäre kein schöner Schluss für so eine Sendung. Daher schließe ich heute die Sendung mit einem Wunsch, erstmal in eigener Sache. Bitte, wer es noch nicht getan hat, gerne unseren Kanal abonnieren. Ihr helft uns damit, ihr helft dem Algorithmus und erst recht, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte gerne ein Thumbs up, wie das so im Englischen heißt, oder ein Daumen hoch, ein Like. Wenn euch das Video gefallen hat, damit helft ihr uns ungemein. Und das wäre dann euer Beitrag, um weiterhin solche Videos hier möglich zu machen. Und ganz zu guter Letzt möchte ich mit was Lustigem und ausnahmsweise möchte ich mal die Sendung beenden, indem ich euch einen Witz erzähle. Und diesen Witz habe ich tatsächlich auch auf YouTube in den Shorts entdeckt. Und ich fand den so knuffig und so niedlich, dass ich euch den nicht vorenthalten möchte und damit heute diese Sendung beenden will. Also, und bezogen gleich auf die nachfolgenden Nationalitäten, das hat natürlich überhaupt keine Auswirkung oder spiegelt nicht meine Meinung zu dem einen oder anderen europäischen Kollegen da, der jetzt eventuell hier genannt wird, zumindest was sein Land betrifft. Also, herrlicher Witz. Ein Brite, ein Schweizer und ein Deutscher feiern sehr ausgelassen am Strand in Saudi-Arabien mit relativ viel Alkohol und werden verhaftet, da sie gegen das Alkoholverbot eindeutig verstoßen haben. Sie werden dem Sultan bzw. dem Scheich vorgeführt und dieser eröffnet ihnen, dass für dieses Vergehen leider 50 Peitschenhiebe auf den Rücken vorgesehen sind. Da sie aber Ausländer sind, dürfen sie zumindest einen Wunsch jeweils äußern. Der Brite wird zuerst gefragt und er bittet darum, dass ihm ein Kissen auf den Rücken gebunden wird, in der Hoffnung, dass dies die Schläge dementsprechend mindert. Die Strafe wird vollzogen, doch leider löst sich das Kissen schon nach 20 Peitschenhieben, welches der Schweizer und der Deutsche natürlich beobachten konnten. Als der Schweizer an der Reihe ist, bittet er daher, dass ihm 2 Kissen auf den Rücken gebunden werden, bevor die Peitschenhiebe erfolgen sollen. Die 2 Kissen halten zwar etwas länger, aber nach ca. 30 Hieben lösen sich auch diese beiden Kissen und die restlichen Peitschenhiebe tun ihr Übriges. Der Scheich geht zum Schluss zum Deutschen und sagt ihm, weil ihr so tollen Fußball die letzten Jahre gespielt habt und so sensationell tolle Autos produziert, gewähre ich dir, lieber Deutsche, sogar 2 Wünsche. 2. Der Deutsche antwortet nach kurzer Überlegungszeit und sagt, dann wünsche ich mir als erstes, dass die 50 Hiebe auf 100 Hiebe erhöht werden. Der Scheich ist etwas verwirrt.
überlegt, guckt ihn ernsthaft an, stimmt aber natürlich zu und sagt ihm, okay, wenn dies dein Wunsch ist, dann soll es so geschehen. Aber, und jetzt wähle gut, was ist denn dein zweiter Wunsch? Der Deutsche überlegt nicht lang und antwortet, bitte bindet mir den Briten auf den Rücken. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt mir gesund und munter, bleibt uns gewogen. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ich würde mich riesig auf ein Wiedersehen freuen. Spätestens nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle, auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao, euer Weise.